Dann fliegen nämlich politisch wieder einmal die Fetzen. Die ÖVP stellt die Koalition mit der FPK ruhend, weil Uwe Scheuch nicht als Landeshauptmann-Stellvertreter zurücktreten will. Scheuch ist heute wegen Geschenkannahme zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden, 6 davon unbedingt. Die FPK erklärt das nicht rechtskräftige Urteil zur Politjustiz. Scheuch geht in Berufung. Der schnelle Abgang eines rasanten Aufsteigers. Heute um kurz vor 12 verlässt der freiheitliche Vize-Landeshauptmann das Landesgericht in Klagenfurt. Er will berufen und im Amt bleiben, trotz belastender Indizien. Ich will, wenn ich jetzt da komme, in irgendeiner Form davon auch profitieren können für die Partei. Ich brauche eine Spende und die große Gebiete, die Leute haben, von dem man sich sucht, war, in dem man sich hingehen will, dass sie die Zinsenkämpfer verteilen. Der Richter wertet das von einem Parteifreund mitgeschnittene Gespräch als Korruptionsversuch und bestraft auch mangelnde Schuldeinsicht. Scheuchs Ausreden im Zeitraffer. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ein reines Gewissen, kann mich auf dieses Gespräch auch nicht erinnern. Ein Jahr später, die Krawatte ist dünkler, die Erinnerung an das Gespräch besser. Die Stimmung dennoch gut. Schon witzig, dass man den Uwe Scheuch vor einen Richter stellt, der mit einem ehemaligen Parteifreund ein geheim abgehörtes Vier-Augen-Gespräch geführt hat. Dort vielleicht 2, 3 flapsige Halbsätze hat, die sicherlich nicht in der Optik besonders ideal sind. Prozessstart, Vertagung. Scheuch probt die Opferrolle. Hoffe, wie gesagt, auf eine rasche Wiederaufnahme, auf ein faires Verfahren. Die Warnung vor übermächtigen Gegnern mit finsteren Absichten gehört schon lange zu Uwe Scheuchs Repertoire. Auch damals, als er die Fusion des Kärntner BZÖ mit der FPÖ am Parteitag durchdrückt. Ein politisches Manöver, das er mit FPÖ-Chef Strache ausgehandelt hat, als Schachzug gegen die BZÖ-Spitze. Kein Mensch weiß, was diese Giftküchen und Spindoktoren der vermeintlichen Gutwelt, die hier mit was kämpft, das real nicht existiert, noch tun. Aber meine lieben Freunde, ich garantiere euch eines, dass Kärnten in dieser Kooperation für die nächsten x Jahre politisch ein klares freiheitliches Nummer-1-Land bleibt. Die Korruptionsaffäre platzt in der Woche vor dem Fusionsparteitag. Mit den neuen Kärntner Freunden übernimmt HC Strache auch deren Probleme. Wir erleben hier offenbar eine politisch gesteuerte Justiz. Sie sollten nicht Etikettenschwindel betreiben. Es hat ein unabhängiges Gericht eine Entscheidung getroffen, wo Sie letztlich auch eine Gerichtsentscheidung zur Kenntnis nehmen sollten. Doch da ging es um ein politisch bequemeres Urteil, um eine andere Debatte des dritten Lagers vor vielen Jahren. Die politischen Folgen des spektakulären Urteils sind noch nicht abzusehen. Der Landeshauptmann verliert einen internen Rivalen, aber erbt ein Problem. Was kann ich nicht liegen? Zum Glück gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, selbst für die kürzesten Beine. Robert Wiesner hat berichtet. Ja, Herr Professor Mayer, es heißt Politprozess, Gesinnungsjustiz, krasses Fehlurteil von Seiten der FPK und von Seiten der Freiheitlichen. Was halten denn Sie von dem Urteil heute? Ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Verdikten. Politjustiz erinnert an Systeme, die wir Gott sei Dank hinter uns haben, dass sich ein Verurteilter nicht freut über das Urteil, ist selbstverständlich, aber seine Parteifreunde sollten sich etwas mäßigen. Jetzt will Scheuch vorerst bleiben. Das Gesetz sagt auch, er verliert sein Amt erst, wenn er rechtskräftig verurteilt ist. Interessant daher, wie lang kann denn so ein Zug durch die Instanzen dauern? Schätzen Sie? Ich nehme an, das wird in einigen Monaten erledigt sein. Das kann auch heuer erledigt sein. Die Sache ist ja nicht so umfangreich, also das müsste in einigen Monaten spruchreif sein. Vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Rauch, die ÖVP Kärnten sagt, sie will die Koalition auf Eis legen. Was hat denn das bitte zu bedeuten? Die Kärntner ÖVP-Freunde haben dort richtig entschieden. Sie haben schnell entschieden, haben gesagt, sie werden also die Koalition ruhen stellen. Das heißt, bis also das Urteil rechtskräftig ist, gibt es in Kärnten keine Koalition. Und dann werden die Kärntner Freunde die Situation neu bewerten. Grundsätzlich ist es so, dass der Herr Strache und auch der Herr Dörfler, glaube ich, jetzt ein Machtwort sprechen müssen, weil es einfach für das Image der gesamten Politik sehr, sehr schlecht ist, wenn solche Dinge vorkommen und dann auch, wie mit den Konsequenzen umgegangen wird.
Ja, aber Ruhen stellen ist das eine. Ihre Parteikollegen haben zuerst verlangt, er möge zurücktreten, Herr Scheuch möge zurücktreten und sagen dann Ruhen stellen, um im selben Atem zu sagen, man will aber trotzdem gemeinsam Politik machen mit Herrn Scheuch. Das ist ja jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Nein, die erste Forderung war von unseren Kärntner ÖVP-Freunden, dass Uwe Scheuch zurücktreten soll. Nachdem also der Rücktritt heute nicht erfolgt ist, ich gehe aber davon aus, dass er in den nächsten Tagen erfolgen wird, haben die Kärntner ÖVP-Freunde gesagt, okay, wenn Scheuch nicht zurücktritt, dann legen wir die Koalition auf Eis und warten, bis das Urteil rechtskräftig ist. Das heißt, es gilt in Kärnten, im Kärntner Landtag, derzeit das freie Spiel der Kräfte. Also Koalition auf Eis legen, aber trotzdem mit dem Mann weiter Politik machen, dessen Rücktritt man verlangt, das ist für Sie logisch und nachvollziehbar. Ja, Politik machen mit dem Mann wird primär der Herr Dörfler. Und wenn wir also das politische System in Kärnten kennen, geht es ja gar nicht anders. Wir reden von einer Konzentrationsregierung. Also Herr Scheuch sitzt so oder so in der Landesregierung. Der richtige Schritt war, von der Kärnten ÖVP die Koalition auf Eis zu legen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Und diesen Schritt kann ich nur unterstützen und diese Strategie kann ich nur unterstützen. Und weitere Zurufe von einem Generalsekretär der ÖVP-Bundespartei brauchen die Kärntner Freunde sicher nicht. Dann vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch Ihnen.